Herzlich willkommen auf dem Channel Flight Level. Mein Name ist André und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr die Bugradsteuerung hier im Phoenix A320 CEO entsprechend konfigurieren könnt. Ich nutze, wie ihr sicherlich wisst, den Thrustmaster TCA Sidestick in der Airbus Edition und was ihr dazu alles beachten müsst, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! Und da sind wir auch zurück. Ja, wir stehen hier bei etwas trübem Wetter, ehrlicherweise in München, stehen hier gerade bereit zu unserem Taxi, aber wir haben die Triebwerke noch nicht an, sodass ich euch noch eine kleine Sache vorher zeigen kann. Wir gehen mal direkt in den Flieger. Wie ihr seht, sind die Triebwerke nicht an und heute geht es hier um die Ruderpedale und um die Tillerachse. Wie ihr sehen könnt, kann ich jetzt meine Ruderachse entsprechend bewegen. Hier passiert nichts. Also auf der Flight Control Page seht ihr, dass nichts passiert. Und auch wenn ich mich einmal hinter den Flieger bewege, dann kann ich das drehen und wenden, wie ich will. Hier passiert gar nichts. Ist aber auch bei den ganzen anderen Flight Controls so. Wenn ich einmal meinen Sidestick komplett bewege, dann bewegt sich hier auch nichts. Hier drin bewegt es sich und wie ihr sehen könnt, dort nicht. Das liegt daran, dass kein Hydraulikdruck da ist. Wir können jetzt auf der einen Seite entweder die Triebwerke starten, das machen wir auch gleich, oder hier einmal, wenn ihr das testen wollt, die Elec-Pump einmal starten. Dann gibt es nämlich Druck. Und wenn ich jetzt auch den Sidestick einmal bewege, dann seht ihr, dass alles ausschlägt. Und wenn ich mein Ruder bewege, dann seht ihr auch, wenn wir uns einmal hinter dem Flieger wieder bewegen, dass auch die Achse ausschlägt. Aber wir starten jetzt auch einmal unsere Triebwerke, das heißt die Elec-Pump gehen aus. Hier würde der Druck jetzt wieder abfallen, das tut er auch. Das heißt, ich kann wieder meine Ruderachse bewegen und es passiert nichts. Aber da wir jetzt gleich beim Taxi was veranschaulichen wollen, geht einmal das Triebwerk 2 an und danach Triebwerk 1. Es gibt hier nämlich noch einen Tiller. Der Tiller ist sehr, sehr wichtig, denn der Tiller wird benutzt, um auf dem Boden entsprechend beim Taxi zu navigieren. Denn ihr macht das gar nicht über die Ruderachse, das ist im echten Leben nicht so. Den benutzt ihr tatsächlich beim Takeoff oder auch bei der Landung und danach switcht ihr wieder entsprechend auf euren Tiller. Das zweite Triebwerk startet sich jetzt so langsam, damit ich das gleich auch mal in Action zeigen kann. Das heißt, wir starten jetzt auch mal Engine 1. Dann können wir gleich nämlich auch losrollen. Wie gerade schon erwähnt, jetzt ist Druck auf den Leitungen. Das heißt, wenn wir jetzt das Ruder bewegen, dann bewegt es sich auch in echt. Das sehen wir hier draußen, wie gesagt, dann auch nochmal ganz schnell. Und wenn ich die Tillerachse bewege, dann passiert jetzt nichts, da sie nämlich noch gar nicht konfiguriert ist. Dazu müssen wir einmal in die Einstellungen gehen, dazu einmal in die Steuerungsoptionen. In den Steuerungsoptionen sucht ihr euch euren Stick heraus. Gebt hier einmal Bugrad ein oder Nose Wheel Steering, je nachdem welche Sprache ihr benutzt. Und gebt hier auf der Bugrad Lenkachse einmal die Joystick R Achse Z ein. Dann validieren wir das einmal und dann könnt ihr das auch schon wieder speichern. Die Achse ist die Achse, in der sich dieser Stick hier tatsächlich in Uhrzeigersinn bzw. gegen den Uhrzeigersinn um ein paar Grad entsprechend drehen lässt. Wir gehen wieder zurück in den Flieger. Und wir können jetzt sehen, dass ich, wenn ich meinen Joystick bewege, beziehungsweise den Sidestick hier bewege, dann bewegt sich auch dieser Tiller. Was sich natürlich dann nicht bewegt, ist hier das Ruderpedal. Das ist auch richtig. Wir gehen jetzt einfach mal raus, beziehungsweise wir sehen, beide Triebwerke sind da, sind available. Dann machen wir mal ganz kurz unseren Afterstart Flow. Also Spoilers arm, Flaps sind schon gesetzt, Autobrake auf Max, dann APU aus und Lichter an. Ich sagte an. So, dann gehen wir mal kurz raus. Also, wir sind jetzt hier schon direkt vorbereitet. Das heißt, wir könnten jetzt losrollen. Triebwerke sind an. Ich gebe jetzt mal ein bisschen Gas, löse vorher noch die Parkbremse und dann geht's los. Als erstes trete ich mal ins Ruder. Das bedeutet, dass sich natürlich jetzt hier hinten das Ruder einmal bewegt. Das tut es auch, also genauso wie erwartet. Aber wir sehen auch zeitgleich, dass sich vorne das Bugrad bewegt. Das bewegt sich zwar nicht in einem so großen Winkel wie der Tiller, aber das schauen wir uns jetzt mal an. Dazu gebe ich erstmal etwas mehr Gas. Dann werdet ihr jetzt feststellen, dass sich das Bugrad bewegt und in einem viel größeren Winkel als über das Ruder und hinten das Ruder ruhig bleibt, also genauso wie ich es jetzt auch erwartet habe.
Der einzige Nachteil ist, beziehungsweise der Fehler, der hier meines Erachtens noch in der Version ist, dass dieser Pedal Disconnect Button in der Kombination, dass ich eine Ruderachse habe und eine Tillerachse habe, nicht richtig funktioniert. Denn normalerweise müsste ich jetzt auf Pedal Disconnect gehen. Das würde bedeuten, dass ich jetzt einmal meinen Flight Control Check auch beim Taxiing machen kann. Das heißt, ich kann jetzt hier einmal in die Ruderpedalen treten und wie ihr seht, bewegt sich hier nichts. Der eigentliche Sinn dahinter wäre, dass ich jetzt ins Ruder treten könnte. Ich könnte gucken, ob sich wirklich mein Ruder auch bewegt. Denn dafür ist der Flight Control Check natürlich da. Das bedeutet auch, wenn hier der Pedal Disconnect an ist, dann kann ich ins Ruder treten und ja, ich rolle weiter geradeaus. Das funktioniert tatsächlich auch. Das heißt, wenn ich das Ruder einmal ganz nach links trete, das seht ihr jetzt hier nicht, ich mache es aber wirklich, dann geht der Flieger jetzt nicht in die linke Richtung. Das ist vollkommen korrekt, aber er müsste mir hier tatsächlich einmal das Ruder hinten bewegen. Das funktioniert hier leider nicht. Diese Funktion haben sie tatsächlich mit dem letzten Update einmal rausgepatcht, weil sie es, glaube ich, für alle, die nur eine Achse haben, etwas einfacher machen wollen. Das ist aber nicht realistisch. Klar können wir jetzt einmal unseren Tiller bewegen und dann können wir uns wieder bewegen, aber ich bin jetzt nicht in der Lage, einen Flight Control Check während des Taxis zu machen, denn das Ruder bewegt sich leider gar nicht. Und nochmal der Gegencheck, wenn wir das einschalten, dann ja, dann taxien wir in die eine Richtung und können unser Ruder einmal beobachten, aber das ist ja beim Taxi nicht erwünscht. So, dann gehen wir einmal raus und ja, das soll es für heute auch schon gewesen sein. Ich wollte euch einmal zeigen, wie ihr das Bugrad konfiguriert. Es ist seit einem bestimmten Sim-Update auch die Option im Microsoft Flight Simulator mit dabei. Das habt ihr auch gesehen. Und wie ihr das einmal hier in Phoenix entsprechend konfiguriert. Leider mit dem Bug. Ich hoffe, dass das noch gefixt wird oder dass die Option gegebenenfalls wieder zurückkehrt. Das werden wir aber in Zukunft sehen. Der guten Ordnung halber habe ich das natürlich an Phoenix Simulations als Bug einmal gemeldet. Und wenn ich da irgendwas höre, dann sage ich natürlich nochmal Bescheid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen und ein Abo da. Darüber freue ich mich wirklich riesig. Wir sind mittlerweile über 700 Abonnenten auf meinem Kanal. Das freut mich umso mehr. Kommentiert bitte fleißig und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann einmal den Daumen nach oben und einmal auf den Abo-Button klicken und gerne auch die Glocke, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video erscheint. Sollte euch das Video nicht gefallen haben, wie immer, behaltet es am besten für euch und erzählt es nicht weiter. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.